Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Greta Silva und hier geht es mal darum, wie ich eigentlich aus einem Tief wieder rauskomme. Wenn ich also eigentlich mich fühle, als ob ich mit einem Berg Schokolade und falls mir davon schlecht wird, auch noch mit einer Tüte Chips und einer Kuscheldecke aufs Sofa möchte und einen Pott Kakao daneben stehen habe und noch vielleicht einen Berg Zeitschriften und ein gutes Buch lesen möchte, wo ich mich also so einkuscheln möchte und weg und mich vielleicht auch ein Stück weit selbst bedauere und sowas, wie ich da eigentlich wieder rauskomme. Da fange ich tatsächlich mit dem Äußeren an. Und zwar geht das bei mir erstmal los mit gesunder Ernährung, sprich viel Gemüse, Salat und so etwas mit, was weiß ich, ein bisschen Fisch oder so. Viel trinken, viel Wasser trinken. Dann fange ich an und räume auf ein bisschen Bereiche, ja, wo ich mich hauptsächlich aufhalte, also Schreibtisch ganz viel, vielleicht auch noch ein bisschen Büro und andere Bereiche. Also sprich erstmal im Äußeren Ordnung schaffen, weil ich gemerkt habe, dass das auch was mit mir innen macht. Ne? Es gibt ja auch einen Film, Entrümpeln befreit die Seele, bei mir so ein Video. Also ich versuche mir diese Energie, die mir fehlt, oder dieser Schwung, der mir abhandengekommen ist, den wiederzufinden, erstmal im Äußeren. Und stabilisiere mich da. Ich denke mal, das kann bis zu 3 Tagen dauern, bis ich da wieder mich gefangen habe und dann also wieder die ersten Schritte machen kann in ein vergnügtes und fröhliches Leben. Natürlich kenne ich das auch mit den Tiefs und wie man da abhängt und wo es da schwer wird. Und da wurde ich neulich mal gefragt, was ich denn da eigentlich mache. Und das sind tatsächlich erstmal die Schritte im Außen, die es mir dann erleichtern, wieder in den fröhlichen Modus zu kommen. Denn die fröhlichen Gedanken, die produzieren ja wieder fröhliche Gedanken und die ja, müden, energielosen und oh nee und alles ist doof, Gedanken, die produzieren eben auch solche Gedanken und das will man ja nicht. Also da gehe ich den Weg erstmal im Äußeren stabil wieder werden, dass mein Körper wieder Energie hat. Und dann gelingt mir das andere leichter. Vielleicht ist das ja auch eine Idee für dich und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei. Tschüss!